Guten Tag, Noah Wildberger. Seela vom PK21, meine Kollegin Hansen. Mette, ich bin seine Frau. Ich nehme ein Taxi. Okay, dich. Bitte sehr. Kommen Sie bitte. Meine Mutter ist komplett aufgelöst. Ihr Martinet wurde gestohlen. Gemälde? Ihr Lieblingsbild. Seit 40 Jahren im Besitz der Familie, wert um die 500.000 Euro. Mutter, die Polizei ist jetzt da. Einen Moment, bitte. Mutter? Mutter! Peter 21 für Peter 21.1 Anton. Peter 21 hört. Wir brauchen an Einsatzstelle sofort einen Notarzt. Bewusstlose ältere Frau. Das ist verstanden. Frau Wildberger, hallo. Mhm. Können Sie mich hören? Mhm. Hallo. Was war das denn denn? Glykagon-Kit. Meine Mutter hat Diabetes. Wahrscheinlich hat sie Insulin gespritzt und dann zu wenig gegessen, ne? Ich rufe die Spurensicherung. Alles klar. Boah, was ist passiert? Mutter, es ist alles gut. Komm, ich helfe dir. Hör zu, Wolle, wir brauchen auch die Spusi hier. Jo, ich verständige sofort die Kollegen. Jo, danke, ist verstanden. Oh! Setz dich. Frau Wildberger, wie geht es Ihnen? Ich bin Frau Hansen. Verzeihen Sie meine Unpässlichkeit. Ja, ich bitte Sie. Der Arzt ist gleich da. Mein Martinet. Wurde außer dem Bild noch mehr gestohlen? Die Provision für den Makler 18.000 Euro. Sie. Ich hatte sie im Sekretär. Letztendlich haben wir kein Haus gekauft, sondern ein Fass ohne Boden. Manchmal ist Mieten eben doch die bessere Alternative. Martinets Paris wurde im Haus von Elvira Wildberger gestohlen. Ich bin mal auf einer gewesen. Martinet. Belgischer Maler, frühes 19. Jahrhundert. Jahrzehntelang verkannt, aber inzwischen wird er hoch gehandelt. Das heißt also, der Schinken wird irgendwann mal zum Verkauf angeboten. Und das heißt, wir sollen die Jungs von der Sachfahndung unterstützen. Und das heißt, wir sollen alle Galerien, Auktionshäuser und Leihhäuser abklappern. Wer, wenn nicht wir, ne? BZ ist 100. Na, das ist doch schon mal super. Der wird ein wenig hoch sein. Ja, das ist er. 180 zu 110. Also bei den Werten würde ich Sie gern zur Beobachtung noch mal mit in die Klinik nehmen. Lieber Doktor, ich habe den Zucker länger, als Sie Arzt sind. Es geht mir gut. Das war alles nur die Aufregung. Außerdem wartet ein Makler auf mich und meine Unterschrift. Ja, aber der kann ja wohl sicher irgendwie warten, oder? Nein. Mutter, du hast doch nicht ernsthaft vor... Noah, Schatz, Jost braucht und bekommt die Wohnung. Und du fährst bitte zu deinem Arzttermin. Ich lasse dich doch jetzt nicht alleine. Du weißt, wie wichtig das Gespräch ist. Also, tu mir die Liebe. Und ruf mich anschließend sofort an. Ja, also ich kann Sie natürlich zu nichts zwingen. Nein. Gut, dann bräuchte ich aber hier noch eine Unterschrift. Okay, ihr könnt schon wieder. Wer ist Jost? Mein jüngerer Bruder. Er ist im Gefängnis seit 2 Jahren. Sie haben heute Morgen Ihre Mutter abgeholt um 10:30 zusammen mit Ihrer Frau. Wo wollten Sie hin? Eigentlich waren wir mit Jost auf dem Ohlsdorfer Friedhof verabredet. Heute ist der 10. Todestag unseres Vaters. Hat er dafür eine Sondererlaubnis? Er ist Freigänger, ist aber trotzdem nicht aufgetaucht. Weder auf dem Friedhof noch bei der Gedenkfeier. Sie haben versucht, ihn zu erreichen.
Wo war denn die Gedenkfeier? Im Chenima, im Schramsweg. Ich hatte ab 12 Uhr einen Tisch bestellt. Sie haben keine Idee, wo er jetzt ist? Wahrscheinlich mit dem Geld unserer Mutter Möbel kaufen. Für sein neues Penthouse. Sie stehen Ihrem Bruder nicht sehr nahe, kann das sein? Dazu sind wir zu verschieden. Halten Sie es für möglich, dass er hier eingebrochen ist? Wenn, dann erschlage ich ihn. Entschuldigung, blöder Scherz. Ich kann mir fast alles vorstellen, also auch das. Ich muss jetzt wirklich los. Kein Problem. Aber wir müssen noch mal auf Sie zurückkommen. Ja, jederzeit. Wiedersehen. Tschüss. Hans, ich bin's, Melanie. Du hör mal, könntest du herausfinden, in welchem Gefängnis Jost Wildberger sitzt? Jo, na klar, wird erledigt. Jo. Wow, dieser Martinet ist nur circa eine 500.000 wert. Da könnte ich nicht nur mein Haus sanieren, da könnte ich mir sogar noch einen Swimmingpool einbauen. Eine Sauna, einen Kamin. Ja, ja, vergiss den Hubschrauberlandeplatz nicht. Der ist schon als Jugendlicher auffällig geworden. Fahren ohne Führerschein, Diebstahl, Einbruch. Wer? Jost Wildberger. Der sitzt seit 2 Jahren, ist aber inzwischen Freigänger. Wieso? Also wieso sitzt er? Hat seinen eigenen Bruder beklaut. Moin, Mopek 21. Also, Hintergrund ist ein Erbstreit. Galerie Wildberger hat die größte Martinet-Sammlung Europas. Der alte Wildberger hat das gesamte Barvermögen seiner Frau hinterlassen. Seine Söhne sollten gemeinsam die Galerie führen. Ein halbes Jahr noch? Das hat nicht funktioniert. Ja. Noah hat wohl seinem Bruder nicht genug Geld gegeben. Also jedenfalls hat der sich Bilder im Wert von 1,5 Millionen Euro mitgenommen. Na ja, finanzielle Probleme haben die jedenfalls nicht. Nee, wenn sie alle Exponate verkaufen würden, bräuchten machen die... Machen sie eigentlich. Ja. Also jedenfalls hat er seinen eigenen Bruder angezeigt. Von Riesenskandal. Und inzwischen führt Noah gemeinsam mit seiner Frau Mette die Geschäfte. Hm. PK 21 Wohlenberger. Was hast du denn über den Jost rausgefunden? Sitzt noch ein halbes Jahr, hat heute Ausgang bis 19 Uhr und hat um 11 Uhr die JVA verlassen. Dann haben wir ja wohl unseren Täter. Der beklaut seinen Bruder, fährt dafür ein, hat noch ein halbes Jahr zu sitzen und nutzt dann den Freigang, um seine Mutter zu beklauen? Nee. Manch einer lernt eben nie dazu. Hast du seine Telefonnummer? 3285. Immerhin. Vielleicht suchen wir gar kein Fluchtfahrzeug, sondern ein Fluchtboot. Ruderboot oder Kanu vielleicht. Aha. Und es ist rot. Fabrikat, Baujahr bitte. Also dieser Anleger ist ja wohl nur offensichtlich schon lange nicht mehr als Anleger benutzt worden. Bis heute. Farbspuren hier und hier. Angenommen, du hast recht. Der oder die Diebe waren tatsächlich mit dem Boot unterwegs. Wie kamen die denn ins Haus? Die Alarmanlage wurde nicht aktiv. Weder Terrassentür noch Haustür sind aufgebrochen. Die Kellerfenster sind vergittert. Die Kellertür aus Stahl. Hm? Ich nicht. Vielleicht haben die einen Schlüssel oder... Das schlicht und einfach der kriminelle Sohn. Das notiere ich. Durch die Glastür, dann links den Gang runter. Danke. Trösten Sie sich, die ersten Wochen hatte ich auch immer eine Karte vom Krankenhaus in der Tasche, um mich nicht zu verlaufen. Sehr potent. Pure Überlebenswille. Was tun wir? Und, wo soll die Reise hingehen? 6. Ach, Sie auch? Verdammt. Holen Sie sich doch noch 10 Sekunden, dann können Sie ohne blutige Hand aussteigen. Mailbox. Ja, moin, hier ist Moorpeak 21. Herr Wildberger, wir warten immer noch auf Ihren Rückruf. Bitte rufen Sie uns mal zurück, ja? Danke. Sie haben so Ihrem Haus hier in Hamburg, eine Eigentumswohnung in London, eine in Amsterdam und ein Chalet in der Schweiz. Sie können sich einfach alles kaufen, ohne jemals einen Kredit aufnehmen zu müssen. Und wir brauchen noch einen. Ihr solltet die Reißleine ziehen. Schön, dass du mal weißt, was richtig ist. Kann ich mich angucken, mir schlechte Laune von. Keine Panik.
auf der Titanic. Hallo? Frau Prinz vom Empfang der Notaufnahme. Die Fahrstuhltür öffnet sich nicht. Moment bitte, ich schau mal nach. Ach, das kann dauern. Und? Mit wem habe ich das Vergnügen? Wildberger. Dito. Frauke. Ach, ein ungeplantes Familientreffen? Hören Sie bitte, da muss die Fahrstuhlfirma ran. Ach, schönen Gruß, Sie mögen sich doch bitte beeilen. Meine Pause ist in 7,5 Minuten vorbei. Und ich muss zur Dialyse. Oh, das ist... Ja, das ist richtig scheiße. Und? Sie besuchen Ihren Bruder? Schwager? Cousin? Besuchen? Wohl kaum. Hm? Brüderchen? Ich habe einen Arzttermin. Ja, Geld scheffeln kann auch krank machen. Ja, danke, Kollegen. Los jetzt, wir müssen Jost Wildberger finden. PKH 6. Stock, Station 5. Der hat einen Dialysetermin. Mathis, warte hier. Du, wir fahren rüber ins EKH. Der Wildberger hat da drüben einen Blutwäschetermin. Ja. Sie sind davon ausgegangen, dass Ihr jüngster Sohn bei der Gedenkfeier da sein wird. Okay. Er hat es mir versprochen. Das ist hier im Garten, oder? Wann war das? Im Sommer vor 5 Jahren, an meinem 70. Geburtstag. Haben Sie das Kanu noch? Jost hat es einem Freund geschenkt. Und wissen Sie auch, wie der Freund heißt? Marvin Lange, wieso interessiert Sie das? Wir haben am Steg unten rote Lackspuren gefunden. Die könnten von einem Boot kommen. Die könnten von Josts Kanu stammen. Warum sollte Marvin mit... Moment, Sie meinen, Jost war mit dem Kanu hier. Sie unterstellen ihm doch nicht im Ernst, dass er der Einbrecher ist. Hallo? Die Fahrstuhlfirma weiß jetzt Bescheid. Aber? Ja, die Monteure sind im Einsatz. Es dauert bestimmt eine halbe Stunde, bis jemand kommt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dann informieren Sie bitte sofort Station 5, dass der Patient Wildberger im Fahrstuhl feststeckt. Alles klar, gebe ich weiter. Naja, Schiffe versenken wird wohl schwierig. Wie wär's denn mit Stadt, Land, Fluss? Okay. Fang's an. Ah. Meine Mutter wurde eingebrochen. 18.000 Euro und der Martinet sind weg. Oh. Oslo. Was? Wann denn? Ist Mama was passiert? Nö. Sie war ja glücklicherweise mit mir unterwegs. Wo warst du eigentlich? Wo war ich eigentlich? Na, wo warst du? Wir haben auf dich gewartet. Erst auf dem Friedhof, danach im Schneema. Wieso denn? Die Gedenkfeier ist doch erst morgen. Mann, Jost! Heute, vor 10 Jahren ist Vater gestorben. Circa 1,80. Rotes Kanu. Ja, der Martini-Dieb und sein Fluchtgefährt. Also, Boot. Ist ein bisschen wenig. Jawolle, besser als gar nichts, oder? Jo. Ich versuche jetzt noch mal diesen Marvin zu erreichen. Diesen Freund von Jost. Marvin Lange. Alles in Ordnung? Es ging mir schon schlechter. Unserem Kunstdieb geht die Puste aus. Hm? Ich bin kein Kunstdieb. Hm. Wofür sitzt denn dann seit 2 Jahren? Du Arschloch. Nur fürs Protokoll, ja, es ist eine Dame anwesend. Hm.
Morgen, ihr zwei. Habt ihr schon gehört? Frauke steckt mit zwei Brüdern im Fahrstuhl fest. Das Schlimme ist, der eine ist Dialysepatient. Jost Wildberger? Woher weißt du das? Och, wir sind von der schnellen Truppe. Wir müssen mit ihm reden. Ja, ich auch. Dann kommt mal mit. Können wir hier mal durch, bitte? Warte, ich bin's. Und wann war das? Was ist los? Ja? Ja? Das ist ja total schräg. Okay, super. Dankeschön. Danke, Frau Dehn. Tschüss. Wir haben ihn! Ladies first. Daniela Dirk ist die Freundin von Jost Wildbergers alten Kanu-Kumpel. Und die hat heute das alte Kanu unserem Freigänger ausgeliehen. Um 11:30 hat er es abgeholt, 1,5 Stunden später mit seinem Auto wieder zurückgebracht. Jetzt kommst du. Und er hat ein Nierenleiden und er sitzt im EKH im Fahrstuhl fest. Mit seinem Bruder Noah und Frauke. Ich sag Wolle Bescheid. Der soll die Jungs von der KTU zu dem Kanu schicken. Weißt du, mir ist das vollkommen egal. Aber Mutter? Hörst du mal zu? Mama kauft mir eine Wohnung. Also, warum soll ich bei ihr einbrechen? Frau, Prinz. Frau Prinz, was verdienen Sie so im Monat? 1200, 1300 netto? Wieso? Bieten Sie mir das Doppelte? Nee. Aber wissen Sie, Sie arbeiten für Ihr Geld. Mein Bruder dagegen, der lässt sich auch mit 45 noch von unserer Mutter finanzieren. Ja. Ich habe mir meine kranken Nieren ja auch rausgesucht. Nee, du hast dich einfach schon immer in Krankheiten geflüchtet. Gedrückt halten, dann können Sie mit den Eingesperrten sprechen. Gut. Ich wusste gar nicht, dass ihr Kameras in den Fahrstühlen habt. Ja, es gab zu viel Vandalismus. Wissen Sie denn schon, was los ist? Es war jedenfalls kein Kurzschluss. Wie lange wird es denn dauern, bis der Fehler behoben ist? Erstmal müssen die Fahrstuhltechniker den finden. Ja, stopp. Ich schlage vor, dass wir denen nicht sagen, dass wir sie im Monitor haben. Warum? Naja, wenn Jost Wildberger weiß, dass wir hier sind, dann reagiert er nicht so, wie er reagieren würde, wenn wir nicht hier wären. Achso, aber ich rede zuerst mit ihm. Entschuldige, Jasmin, aber Jost Wildberger steht unter Verdacht. Der Mann ist schwer krank, Hans. Ich muss wissen, wie sein Zustand ist. Er kann uns ja nicht weglaufen. Herr Wildberger, hören Sie mich? Hier spricht Jasmin Jonas. Ich bin Notärztin. Lieber würde ich Sie sehen. Ja, laut und deutlich, Frau Dr. Jonas. Frauke? Alles in Ordnung? Ja, der Fahrstuhl ist belüftet, wir werden also nicht ersticken. Herr Wildberger, die Kollegen haben mich über alles informiert. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Die Verzögerung der Dialyse hat keine gesundheitlichen Auswirkungen. Frauke, wie ist der Kreislauf von Herrn Wildberger? Moment. Wie lange dauert denn diese kurze Verzögerung noch? Das können wir nicht so genau sagen, aber im Moment wird es schon noch dauern. Der Puls ist leicht unregelmäßig, ziemlich blass auf der Nase und ziemlich schweißig. Ist Ihnen schlecht schwindelig? Haben Sie Schmerzen? Und wenn? Klettern Sie dann aufs Fahrstuhldach und schieben die Medikamente durch die Lüftung, oder wie? Ich bin okay, danke. Machen Sie sich keine Sorgen. Frauke Prinz ist da und wird sich um Sie kümmern. Ich muss jetzt zu einem Notfall, aber die Kollegen kümmern sich. Hören Sie? Okay. Ihr sagt mir Bescheid, wenn sich irgendwas ändert, ja? Ist es denn gefährlich für Jost Wildberger? Naja, sein Zustand verschlechtert sich seit Wochen zunehmend. Was ist denn sein Hauptproblem im Moment? Die Situation verstärkt seine sowieso schon vorhandenen Kreislaufprobleme. Aber das Schlimmste ist, er braucht eigentlich eine neue Niere. Ohne Transplantation hat er vielleicht noch ein halbes Jahr. Also sagt mir Bescheid, wenn sich irgendwas ändert, ja? Melanie? Eine Info zu Jost Wildberger. Okay. Ah, sehr gut, danke. Danke. Sieht übrigens toll aus. Danke, Bruno. Also, wir wissen, dass Jost Wildberger das Gefängnis um 11 Uhr verlassen hat. Er hat nur noch ein halbes Jahr zu leben. Seine Nieren versagen. Wie alt ist der Mann? Knapp 45. Bitter. Aber wo liegt das Motiv für den Einbruch bei seiner Mutter? Zumal Elvira Wildberger ihren Jüngsten finanziell sehr großzügig unterstützt. Eben. Und den Martinet kann er ohne das Zertifikat nicht verkaufen. Und das wurde nicht geklaut. Du hast das, hä? Du hast den Fahrstuhl manipuliert. Mach dir nicht lächerlich. Du willst, dass ich hier krepier, hä? Tust du doch sowieso. Ohne meine Hilfe. Man kann einen Fahrstuhl nicht einfach so manipulieren. Außerdem, woher hätte ihr Bruder wissen sollen, dass sie ausgerechnet den hier nehmen? Patent und klug. Mein Bruder hasst mich. Ja, und ich hasse Familiendramen.
Könnten Sie sich bitte auf einen Waffenstillstand einigen? Wie lange dauert denn das noch? Ich habe hier kein Netz. Ja, kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Ach ja, man hat mir eigentlich noch 6 Monate versprochen. Machen Sie sich keine unnötigen Sorgen. Er simuliert sowieso. Ach so. Und wie simuliert man einen unregelmäßigen Puls? Keine Ahnung. Jost kann sowas. Der kriegt sogar von jetzt auf gleich 40 Fieber. Könnten Sie sich mal bitte zusammennehmen? Meine Bruderliebe. Was machen wir denn jetzt? Geben wir uns zu erkennen oder warten wir ab? Hallo? Ist da ein Arzt? Meinem Bruder geht's sehr schlecht. Na los, Frau Dr. Jung. Wie jetzt? Wie ich? Aber... Ach. Ja. Frau Dr. Jonas ist noch unterwegs. Hier spricht Jung. Das ist auch eine gute Ärztin. Ich weiß, das ist eine sehr unangenehme Situation für Sie. Aber versuchen Sie, ruhig zu bleiben. Und Sie, Herr Wildberger, atmen Sie ganz ruhig und entspannen Sie sich. Was ist das für eine Ärztin? Gleichmäßig atmen, entspannen Sie sich. Machen Sie doch einfach die verdammte Tür auf! Ich rufe Jasmin an. Der Techniker ist bei der Arbeit. Also bis auf den Junior waren zur Tatzeit alle auf dem Friedhof. Der Mann ist todkrank. Der paddelt doch nicht alleine mit seinem Kanu durch die Kanäle. Und außerdem, der Wagen war auf einen Holger Lüder zugelassen. Ja, vielleicht ein alter Kumpel aus Knastzeiten. Ich habe da keine Verbindung gefunden. Aber ich überlege mir die ganze Zeit, was wäre denn, wenn Daniela Dirk den Jost Wildberger gar nicht kennt? Du meinst, dass dieser Lüder sich als Jost Wildberger ausgegeben hat? Vielleicht. Deine Theorie? Jost Wildberger ist das eigentliche Opfer. Und der Einbruch soll ihm angehängt werden. Warum fällt mir da spontan der große Bruder ein? Die Rivalität zwischen den Brüdern um die Gunst der Mutter. Noah Wildberger hat die Gedenkfeier organisiert. Hat er einfach dafür gesorgt, dass sein Bruder nicht kommt. Und somit kein Alibi hat. Ja. Gibt es eine Verbindung zwischen Noah Wildberger und diesem Holger Lüder? Find es doch mal raus. Danke. Und ich bestell mal die Frau Dirk hierher. Das sind die Ergebnisse von der KTU, du hast recht. Hab ich doch immer. Die Spuren am Steg, die stammen von Josten Wildbergers alten Kanu. Ja, aber keine verwertbaren Fingerabdrücke. Ach. Melanie Hansen vom PK21, guten Tag. Hans, ich bin's. Ja, die bombardieren sich gut. Mit Anschuldigungen vorwürfen, ja. Nein, die Frage ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Jo. Immer noch dicke Luft da unten. Der Techniker sagt, es liegt an der Aufhängung. Mhm. Aber er bekommt es hin. Wie schnell? So schnell wie möglich. Gut, dann geben wir denen noch eine halbe Stunde. Dann rufen wir die Feuerwehr. Oh, das ist schon fast gemütlich. Übrigens, Melanie und Mathis vermuten, dass Noah Wildberger jemanden den Auftrag gegeben hat, bei seiner Mutter einzubrechen. Um es Jost dann in die Schuhe zu schieben? Mhm. Glauben Sie eigentlich wirklich, dass Ihr Bruder bei Ihrer Mutter eingebrochen ist? Das wird die Polizei beweisen. Ein Scheiß wird die. Ich habe ein Alibi. Ja, dann ist doch alles bestens. Nicht schlecht, Frauke. Weiter so. Lass mal hören, Bruder Herz. Fahrzeug. Steckt doch in deinem Alibi. Und so in einer Scheißarroganz. Ja, ist doch der beste Ort für eine Aussprache, hm? Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sind Sie Freigänger, oder? Mhm. Und was machen Sie denn so? Ich meine, dürfen Sie da arbeiten? Mein Bruder weiß nicht mal, wie man das schreibt, Arbeit. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht den Streit wieder neu. Ja, entweder bin ich hier wegen der Dialyse, oder... Oder ich liege auf der Couch. Das ist
Ah, haben Sie einen guten Therapeuten? Wieso brauchen Sie einen? Den besten. Sind doch alles selber verkappte Loser. Ohne den Loser wärst du durchs Abitur gerasselt. Kai Trageser. Ja? Frau Klöger soll dich abwerfen. Ich bin dafür. Geh mal telefonieren. Nochmal. Professor Trageser. Danke, Franzi. Just Wildberger hat höchstwahrscheinlich ein Alibi. Aber aus dem höchstwahrscheinlich mal 100% sicher. PK21, Seele am Apparat von Mohr. Worum wollen wir wetten? Dass mein Bruder sich die teuren Privatstunden beim Therapeuten von unserer Mutter bezahlen lässt. Selbst wenn, wo ist denn das Problem? Er ist das Problem. Jetzt geht er zu irgendeinem Psychodoktor, anstatt seine Angelegenheiten vis-à-vis zu klären. Sie meinen vis-à-vis mit Ihnen? Ja, zum Beispiel. Mit dir kläre ich gar nichts. Siehst du, genau das ist das Problem. Deswegen hat Vater es mit dir irgendwann aufgegeben. Du bist stur, rechthaberisch, unfähig zu reflektieren und Verantwortung übernimmst du für gar nichts. Ach so, Schuld haben übrigens immer die anderen. Das hatte ich jetzt noch vergessen. Ja, ich bin ja für den Waffenstillstand. Er spielt seit Jahren das Opfer und Mutter fällt immer auf die Masche rein. Sie bitte aufhören, ständig auf Ihren Bruder rumzuhacken. Jetzt hat er es geschafft, jetzt hat er sie auch noch auf seine Seite gezogen. Um mich irgendwo hinzuziehen, ist Ihr Bruder viel zu schwach auf der Brust. Mann, Herr Wildberger, Ihr Bruder ist sehr krank, er hat Angst. Und was machen Sie? Just Wildberger war bei seinem Therapeuten zwischen 12 und 14 Uhr. Was hast du? Angeblich hat Elvira Wildberger gestern Abend noch in der JVA angerufen, um den Termin für die Gedenkfeier auf morgen zu verlegen. Quatsch. Das glaube ich auch nicht. Aber wir haben eine Verbindung zwischen dem Galeristenbruder und Holger Lüder. Lüder fährt nämlich Bilder für die Galerie. Guten Tag. Und nicht nur das, er ist auch vorbestraft, unter anderem wegen Hehlerei. Was? Melanie? Frau Dirk. Ja, Seela bei PK21. Schön, dass Sie kommen konnten. Es geht um das Kanu, das Sie verliehen haben. Ich möchte Sie bitten, zu uns aufs Revier zu kommen. Kennen Sie einen Holger Lüder? Nein. Ist er das? Das ist Just Wildberger. Der? Ja, aber wenn das Just Wildberger ist, wer war denn dann das heute Morgen? Der vielleicht? Aber das ist doch Noah Wildberger. Sie kennen ihn? Nur vom Sehen. Und wo haben Sie ihn gesehen? Ich putze abends in seiner Galerie. Gut, Herr Lüder, gehen Sie schon mal hier rein, ich bin gleich bei Ihnen. Sie hoffentlich auch. Doch. Der hat sich das Kanu ausgeliehen. Klasse. Also, Herr Lüder, Sie chauffieren für die Galerie Wildberger Bilder von A nach B. Hol ab und bring weg, ja. Und heute Morgen haben Sie bei Elvira Wildberger den Martini abgeholt. Schöne Augen. Wirklich. Ich mag Ihre Augen. Oberkommissarin Hans. Wir fragen uns nur, warum haben Sie das alles mit einem Kanu erledigt? Oder haben Sie schon mal geübt? Sie geben ja bald den Führerschein ab, wie ich sehe, ne? Stimmt. Ein Fahrer ohne Führerschein ist ein bisschen blöd. Aber der Herr Wildberger hat ja schon Ersatz für Sie. Der Herr Wildberger? Also, seine Frau entscheidet ja alles. Hätte Wildberger als Auftraggeberin? Das macht total Sinn. Hat die sich am Telefon einfacher als die alte Elvira ausgegeben. Sie müssen noch in der Galerie sein. So ist aus dem Fahrstuhl, die drei stecken immer noch fest. Hansen, PK21, hallo. Ich würde gerne die Frau Wildberger sprechen. Ja? Ach so, danke schön. Ja. Die ist gerade los ins EKH. Okay, dann sagen wir jetzt Hans und Franzi Bescheid und unterhalten uns dann mal mit Elvira Wildberger über die Abgründe ihrer Schwiegertochter. Jetzt aber bleibt der Lüder hier. Ja. Ja.
wissen diese Technik-Fuzzis überhaupt, was sie tun? Hm. Jo, alles klar. Ich nehme jetzt Mette Wildberger in Empfang, hm? Warum bist du eigentlich so ein Arschloch? Rufen wir jetzt die Feuerwehr oder nicht? Warten wir noch ein bisschen. Ich bin ein Arschloch. Müsste man sein. Nervennahrung. Wissen Sie, für Eltern sind die Entscheidungen ihrer Kinder nicht immer leicht zu akzeptieren. Ich bin wenigstens keine Schande für die Familie. Nee, du bist das Arschloch der Familie. Ich bin nicht in die Galerie eingebrochen. Ja, weil ihr mich abzocken wolltet. Es war meine Idee, dass Noah Joost ausbezahlt. Hat er aber nicht. Warum nicht? Weil ihre Schwiegertochter das nicht wollte. Mette ist kein schlechter Mensch, aber ja, sie hat Noah überzeugt, dass es der Galerie schaden würde. Joost hat sich damals nur genommen, was ihm zustand. Ich habe Mette und Noah bekniet, Joost nicht anzuzeigen. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Schwiegertochter in Ihrem Namen bei der JVA angerufen und den Termin für die Gedenkfeier verlegt hat? Ich wusste, dass Joost sein Versprechen gehalten hätte. Kriegen. Ihr Bruder kann kein normales Leben führen. Arbeiten, Geld verdienen. Begreifen Sie das nicht? Er hätte es gekonnt. Momentan gehen wir davon aus, dass Noah den Einbruch hier in Auftrag gegeben hat. Wir vermuten, Noah wollte sich an Joost rächen, weil sie ihn wohl sein Leben lang bevorzugt haben. Rache? Das ist grotesk. Ausgeschlossen. Ich kenne meine Söhne, sie sind beide sehr, sehr unterschiedlich. Ja, sie sind beide Sturköpfe. Nein, sie sind keine Heiligen, beide nicht, aber keiner meiner Söhne würde mich jemals bestehlen. Und Mette? Ich werde das Krankenhaus verklagen. Ich verstehe Ihre Erregung, Frau Wildberger. Aber ich versichere Ihnen, Ihrem Mann geht es gut. Ich möchte ihn auf der Stelle sprechen. Ja, natürlich. Kommen Sie bitte. Nehmen Sie Platz. Mutter war sich so sicher, du hättest dich verändert. Und ich habe ihr geglaubt, ich Vollidiot. Melanie hat angerufen. Wahrscheinlich steckt sie hinter einem. Also ich wollte sogar ihren größten Wunsch erfüllen und dir diese verdammte Niere spenden. Problem gelöst. Sie kommen als Spender in Frage? Ja. Ist ja großartig. Du willst mir eine Niere geben? Du willst mir das Leben retten? Ich hätte es getan. Was heißt denn jetzt hätte? Wenn du heute auf dem Friedhof gewesen wärst, statt bei Mutter einzubrechen. Ach so. Hier war das. Du und Mette, hä? Der Einbruch, der Anruf, dass alles erst morgen ist? Hä? Mama hat dich unter Druck gesetzt, was? Redest du
Und jetzt brauchst du einen Grund, damit du hier rauskommst! Du willst mich krepieren lassen, du Arschloch! Hören Sie auf, Jungs! Auseinander! Aufeinander! Alle beide mich! Alles in Ordnung? Wollten ihm dennoch eine Niere spenden? Von Wollen kann ja wohl kaum die Rede sein. Natürlich. Er stirbt doch sonst. An dieser Situation hat sich aber nichts geändert. Warum machen Sie dann trotzdem einen Rückzieher? Das wundert Sie? Bei allem, was Jost meinem Mann und meiner Schwiegermutter angetan hat? Frau Wildberger, Sie sind vorläufig festgenommen. Lächerlich. Wir haben Zeugen und Beweise, dass Sie für den Einbruch bei Ihrer Schwiegermutter verantwortlich sind. Und dass Sie Holger Lüder zu einer Straftat angestiftet haben. Wieso? Frau Wildberger, alles, was Sie jetzt sagen, kann bei Gericht gegen Sie verwendet werden. Nur? Du hast gesagt, dass es besser wäre, wenn Jost... Frau Wildberger, kommen Sie. Bitte. Sie wollten Ihrem Mann und Ihrer Schwiegermutter beweisen, dass Jost die Niere nicht verdient hat. Hat er nicht. Aber Elvira besteht darauf. Sie setzt Noah seit Monaten unter Druck. Und Sie wussten, dass Ihr Mann irgendwann nachgeben würde? Ja. Aber es geht um sein Leben. Um das Leben meines Mannes. Ich würde alles tun, um Noah zu beschützen. Und ich würde es wieder tun. Wo habt ihr ihn gefunden? Bei Mette Wildberger im Büro. Danke, Jasmin. Ich wünsche noch einen schönen Abend und grüße Frauke noch mal ganz herzlich. Tschüss. Große Versöhnung am Dialysestuhl. Jetzt guckt euch das bitte mal an. Wie der die Farbe als Träger des Lichts wiedergegeben hat. Martin Martini hat eine unmittelbare Momentaufnahme geschaffen. Oh mein Gott, Wolle, du schaffst uns. Was ist los? Ach, er will uns die Einmaligkeit des belgischen Pinselschwingers nahebringen. Verstehe nicht, wie Leute dafür eine halbe Mille hinlegen können. Ich würde das Geschmiere nicht mal geschenkt nehmen. Oh, ich schon. Hätte ich keine Schulden mehr. Na komm, ihr schafft es schon. Sag mal, am Sonnabend, französische Kollegen von Martini in den Deichtumhallen. Jemand Interesse, mich zu begleiten? Wolle, du begleitest uns. Zu Franzi. Tapeten abreißen. Die sind mindestens genauso schön bunt.